Moin moin, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zu einer wirklich wunderbaren Blutmond hier bei Seven Days. Hallo. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wie friere ich? Hast du nichts an? Bin ich nackig oder was? Nee, bei mir hast du was an. Das würde ich sehen, wenn du nichts anhättest. Hier oben im Gebirge ist es halt kühler. Es schneit aber auch. Ah, die Dinge habe ich nicht mitgebracht. Lernegelixier. Ah, ja. Ich auch nicht. Mist. Habe ich schon vergessen. Das haben alle vergessen. Ja, alles nachgeladen. Achso, übrigens, ich weiß nicht, ob das Dach hier vorne funktioniert. Das ist jetzt das erste Mal ein Test, ob das geht. Kann also sein, dass wir ziemlich schnell ziemlich viele Probleme haben. Wo? Was? Nochmal was? Merkt ihr einfach, das, was sich bewegt und was nicht Strider oder Imp heißt, töten. Und wo sollen sie reinkommen, dass ich wenigstens das weiß? Vielleicht von oben. Warum? Weil ich da vorne umgebaut habe. Ja, ich habe hier schon gemerkt, ich kann hier durchgehen. Ja, das war letztes Mal, habe ich da aus Versehen die Blöcke hingesetzt, weil wir doch Panik hatten. Wir werden es merken. Ich habe sie noch nicht abgebaut. Was war das? Unser Geschütz. Warum liegt der jetzt schon los? Warum nicht? Oh, halt. Was machen lassen? Ich finde es interessant, die wollen alle die Dartfallen angreifen. Ja. Die halten aber nicht lange, ich habe nicht Ersatzteile dafür. Hier wird Geschnetzeltes vorbereitet. Ist doch super. Ja. Sehr. Mach dir ein kleines bisschen leichter. Jetzt radioaktiv. Wir haben was gegen die Dartfalle. Ja. Was hat er gesagt? So laut hier. Sagte, die haben was gegen die Dartfalle. Soweit so gut. Die ist aber fast kaputt. Ja. Also jede Sekunde ist sie kaputt. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist nämlich interessant. Ich habe das Gefühl, dass die hier durch wollen zum Generator. Ja. Das ist, glaube ich, der leichteste Weg gerade. Schnell nach einem. Erlässt du zufällig diese Blöcke dabei, die ich dir immer gebe? Nein. Sehr gut. Hast du Holz dabei? Ein kleines Mini-Bisschen. Lass mir das geben. Ja, Kopf ab. Und hier sieht's noch gut aus. Muss kaputt sein.
Jawohl. So schlimm ist das nicht. Gut, man kann es von hier aus reparieren. Kannst du mir kurz das Holz geben? Ja. Flaschensteine hast du nicht, ne? Nein. Hinter dir. Ja, danke. Ich kann dir auch den Stahl da geben. Ne? Nee, Stahl kannst du behalten. Okay, jetzt wollen sie durch die Wand gleich. Ja, aber ich habe gerade geguckt, das sah gar nicht so schlecht aus. Mhm. Alles gut, ich kann die von innen gut reparieren. Die waren alle noch bei 9000 Grad. Ja. Alles gut. Der hat mich voll gerockt. Hier, Schwachpunkt aber entdeckt. Oh, warte mal. Reparieren. Problem ist, ich habe keine Blöcke. Was hast du? Keine Blöcke, ich habe die vergessen. Was ich aber machen kann gleich, ich drehe mal die Geschütze um. Guck doch mal, ob du das noch in dem Ding hast. In der Kiste irgendwas drin. Nee, in den Kisten ist nichts. Weg mit euch! So, den kann ich nicht umdrehen. Mist. Keine Energie mehr, Schatz. Ich bin alleine, weil ich... Einfach in die Masse schießen. Jetzt haben wir wenigstens einen geschützt und der hilft. Siehst du den Geier da oben? Hol ihn dir. Ich sehe ihn nicht. Ah. Okay. Check. Da ist aber noch irgendwo ein Geier. Ja, ja. Ah, da sind noch ein paar mehr Geier. Ja, aber ich komme nicht richtig ran. Nee. Immer nur ihre kleinen Flügelspitzen. Zwei weniger. Na, wann seid ihr denn durch? Ich habe gerade wieder repariert, die waren kurz davor. Okay. Schieß mal weiter, ich komme an. Reparierst du oder wie? Ja, das ist so toll aus. Gehen immer nur auf den einen Block in der Mitte auf Augenhöhe. Und ich kann gar nicht so schnell reparieren, wie dies kaputt noch hier. Doch, doch, das geht. Ja, doch jetzt. Wir machen den Weg frei. Die machen den Weg frei. Wie hier spritzen Innereien rein. Das ist ein. Du bist noch drin, oder, Mädel? Der Hauptbrand hier.
kannst mir kurz Bescheid geben, wenn du da rausgehen solltest. Wo rausgehen? Ich muss hier nicht raus. Sieht doch gut aus. Oh, neben dir. Munition. Oh ja, passend. So. Gut. Super, danke, der Pinsel. Zu den Arsch da oben noch, der nervt mich. Na, läuft doch. Noch? Aber ich habe eine Schwachstelle immerhin gefunden in meiner Basis. Ja. Ich hatte vergessen, dass die Zombies nur Blöcke zählen und nicht die Dicke des Blockes. Nee, da drin sind sie ein bisschen blöd. Ja, weil die zwei Gitter vorne, wo sie eigentlich rein sollten, sind in meinem Kopf dünner gewesen als ein ganzer Block. Aber ja, es zählt als zwei Blöcke und das hier drüben zählt nur als ein Block. Nochmal runter. Ja, das ist schlecht. Nein! Du hast es runtergeschmissen. Ja, wer schmeißt mir das denn auch vor die Füße? Guten Abend, Rainer. Vielen Dank für 2 Monate. Hallo. Hi, Rainer. Tut mir leid. Melle, du Mörderin, du willst uns umbringen. Na klar, ich wollte es doch spannender machen. Aber genau vor die Füße geknallt. Zweiter, die ist auf den ihrer Seite. Ich sag's dir, wir können ihr nicht den Rücken zudrehen. Wir schaffen das. Ja, da sicher. Ja, die halbe Nacht ist schon hin. Weiß nicht raus. Esst und trinkt, meine der Freunde. Der Polizist hängt da fest. Oh. Reparieren. Reparieren. Oh, da ist ein Sprengkopf. Dann schieß mich auf seinen Gürtel, nur auf seinen Kopf. Ah, nein, ich hab drauf geschossen. Meine Schuld. Oh, shit. Okay, macht nichts. Wir kriegen das. Block ist repariert hin. Du hast repariert, okay. Oh, die Munition hier aus. Welche? Die Scharfschütze, also die 7-6. Komm mal rüber, ich hab noch. Ja. Also Munition. Kam gerade was vom Rainer. Ich beweg mich nicht, ich schub's auch keine mehr runter, okay? Ja, ja. Okay, warte mal. Das mal schnell holen, das mal schnell holen. Melle, wenn du näher rangehst mit der Schrotflinte, machst du mehr Schaden. Schön auf die Köpfe zielen. Ja, wenn du Schrot nimmst, dann geh du vor mich. Ruhig noch mehr, wenn du kannst. Mit den Köpfen hast du die meisten Chance, den Kopf wegzusprengen. Und den Kopf wegsprengen ist immer instant tot. Der Witz dabei ist, ich höre ihn, aber für mich flüstert er. Du hast deinen Spielton zu laut. Das hat bis jetzt immer gut ausgereicht, aber heute. Das kriegen wir hin. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Überall.
Wir haben alles im Griff. Na klar. Gut, finde ich halt nur ein Futz leer. Weg dann uns unterstützen gerade auch nicht meine Geschütze. Weil die verkehrt rumstehen. Ja. Ein Boost auf Fernkampf, okay. Oh, sehr schön. Oh, scheiße, da hinten ist ein Loch. Wo ist ein Loch? Das war jetzt aber nicht echt, oder? Oh, durch einen Boost Fernkampf hast du gerade das Loch eingeballert. Konfetti-Spaß! Weil du hast auf unseren Block geschossen. Kannst du ihn noch reparieren? Ne, der Block ist weg. Aber die rundum habe ich mal repariert. Du hast gerade One-Shots. Stimmt, das sehe ich. Ja, da habe ich auch den Block. Ah, jetzt vorbei. Und so hast du uns den Block genommen. Wer arbeitet jetzt gegen uns? Seid beide gegen mich. Tada! Ja, Klammer auf. Meine Waffe gackert. Ja, Erfahrungspunkte. Ich liebe Erfahrungspunkte. Ist ja ein bisschen ruhiger, ne? Bombe! Immer schön auf den Kopf oder die Füße. Oh, okay, jetzt ist er selber hoch. Gleich explodieren. Okay, ein bisschen. Sobald die Burschen näher kommen, werden sie aufs Korn genommen, nacheinander anvisiert und zur Hölle expediert. Ressourcen. Ey. Ja, Mist. Ressourcen waren geil, aber. Das, was ich gebraucht habe, nicht dabei. Oh, da ist schon wieder so ein. Ich hab gerade repariert. Da ist Bombentyp weg? Nee, der kommt wieder. Ja, gut. Er ist runtergefallen. Da ist er. Zwei gleich. Auf den Kopf. Eine geht hoch. Gleich zwei Stück. Uiuiuiuiuiui. Oh, der Block hält noch. Das weiß ich, kämpfe jetzt von hier drin. Das habe ich auch schon probiert, aber das ist irgendwie nicht so toll. Ja, aber jetzt ist hier ein Loch. Ja. Ach, Bombe. Ah, der geht hoch. Aber unten. Ist aber auch nicht viel besser, wenn er unten hochgeht. Nee. Oh, es wird schon der Tag. Oh, stimmt, die Nacht ist vorbei. Liebe Leute, jetzt, ihr habt Zeit, wenn ihr nach Hause geht. Eure Frauen vermissen euch. Kommt doch teilweise mit. Nee, da warten die Männer. Nein. Mein Gott. Eieiei. Da kommen noch welche. Wie viele Punkte waren das? Naja, 3 Punkte habe ich bekommen in der Nacht. Wahnsinn. 4. Ich guck gleich. Erst die Rucksäcke. Ja, ich komm. Eieiei. Oh, da sind ja noch die Schredder an. Ja, müsst ihr aufpassen. Ja, da will ich jetzt nicht reinlaufen. Wo ist denn der Ausschalter von dem Schredder? Im Generator einfach ausmachen. Ich kann definitiv nicht alles aufheben, was hier rumliegt. Na, ich bin schon dabei. Oh, da liegt aber echt eine Menge. Okay. So. Trotz ungeplanter
Ah, keine nicht mehr. Kampfroute? Nennen wir es mal so. Ja, aber gut. Ja, alles gut. Der lief gut. Okay, dann weiß ich aber immerhin, was ich jetzt ändern muss. Und zwar kommen die Dartfallen da nicht mehr hin. Die kommen nicht, kommen die von hier unten? Hat schon mal jemand beobachtet? Ja, ja, die kommen da hoch. Die sehe ich immer, wenn ich hier oben stehe. Wenn ich hier so schräg runter gucke, dann kann ich an der Dartfalle vorbei hier runter gucken. Die kommen da alle hochgerannt. Okay. Ja, dann gehe ich mal unser Zeug nach unten bringen, okay. So, warte mal, das schredder ich gleich. Was Metall gibt oder so, erstmal lieber in die Schmiede legen. Das war Tag 57, Blutmondnacht. Uhu. Jo. Und es lief. Und das lief. Das lief. Mit Munition. Lief. Okay. So, Dosenfutter. Da rein, da rein, da rein. Dadadulai. Halt, da habe ich noch diese leidliche Aufgabe hier wieder zu reparieren. Das, oh Mann. Ja. Aber jetzt eine Party wäre cool. Nimm mal aus der Kiste bitte das. Was du fürs Küche da noch. Okay. Ja, mache ich gleich. Der Routentee. Energy Drinks. Großvaters Mondschein. Lecker. Großvaters Mondschein ist, ist nicht für uns zum Lernen. Oder so. Hier halt. Warte mal. Das ist ja auch. Das andere Zeug zum Lernen. Fügt jedem Nahkampfschaden eine Schlagkraft hinzu. Eine Dose Fond. Wo legst du denn dein Fond an? Hinter dir hat es auch noch was. Oh. Danke. Das nochmal nach da unten. Okay. Kann ich da reinpacken wieder? Das Stahlhandschuhe. Das will ich nicht. Wieso nicht? Ich finde die Militärsachen einfach viel hübscher. Das ist ein Argument. Ist auch viel wichtiger, als hübsch zu sein, als geschützt zu sein. Ja, richtig. Ich will nicht wieder so eine Blechdose sein. In Dark Souls würde man jetzt von Fashion Souls sprechen. Ach so. Du guckst hier nochmal, ne? Weil du hast noch nicht alles. Ich guck da gleich, ja. Ach, super. So. Das könnten wir machen. Das. Das. Ich schmilzt. Melass. Okay. Kommt bei mir, glaube ich, auch mit rein, einfach. Melasse ist cool, damit kannst du besser meinen, wenn du das passende Buch hast. Okay. So. Das setzt. Okay. Aus. Immer. Da so viele Bücher drin. Einfach lesen, wenn du kannst. Ja, nee, ich hab die schon alle mal gelesen. Einfach lesen, wenn du. Schatzi, kannst du's? Nee, ich hab's noch nicht gelernt. Liefern Bücher, ey. Bin schon voll gepumpt. Mhm.
Jetzt nur so wer. Ja, da kommen sie, da kommen sie. Da kommen sie, die Bücher. Und wieder ein Bauplan, den ich noch nicht gelesen habe, okay? Das siehst so, du? Mach auch immer wieder. Ja, wir machen das mal für 5 Sekunden schlau, ne? Ja, dann lese mal schneller. Ach so, ja, nee, ich wollte ja die Sachen reinpacken. Moment, da, das dann noch. Genau, so. Und das kommt denn da rein? Das noch nicht. Das Strider? Ja, Sir. Oh, so darfst du mich immer ansprechen. Du könntest ja jetzt dann... warte, du hast mich Sir genannt, deswegen ist es keine Bitte mehr. Geh bitte runter in die Mine und besorg mir 20.000 Eisen. Heute noch, danke. Aye, aye, Captain. Wird gemacht. Ey, Quatsch. Überhaupt kein Problem. Sag mir, du hast 7 Tage Zeit. Nee, 6 Tage, weil ich muss ja noch verarbeiten. Nee, 5 Tage. Ja. Mach mal 5 Tage. Hab ich wenigstens was zu tun hier. So, warte mal. Dein Eisen da irgendwo... Oh nee, dein Eisen am besten gleich down. Eisen gleich in eine der Schmieden, egal welche. Ja, ja. So. So, mal dann. Gehört mir. Beton. Messing. Ich finde, du suchst dir selber die Sachen raus auf der Kuschelkiste, gell? Offenbar ja. Hey, nicht da. Blei Papier. Ich habe noch eine Schatzkiste gefunden. Schatzkiste? Also, nein, eine Schatzkiste. Eine Kiste. Okay. Wo geht denn mit dem Panzertape hin? Also neben Militärstoff. Gute Frage. Hier in der Kuschelkiste hat es auch jede Menge. Ah, okay. Dann. Kuschelkiste hat. Die hat alles. Drin. Die hat wirklich alles. Oh Gott. Und jetzt? 4 Minuten nicht Auto fahren. Na, wie gut, dass ich gerade nicht zum Auto fahren bin. Ich hab mir mein Moped hier hochgefahren. Was soll denn das? Warte mal. Lese. Muss ja auch wieder runter. Was soll das? Schweine. Blöden Buch, wo ich hingelegt habe von letztem. In der Kuschelkiste habe ich eingesehen. Was? In der Kuschelkiste habe ich eingesehen, einen Bohrer. Ah, da. Haben, danke. Ja, den bräuchte ich auch gleich, also einen. Wir haben nur den. Nein, nicht deinen. Ich könnte einen herstellen, dazu brauche ich aber Stahl. Motor, einen Fahrradlenker und Teile. Ich glaube, den Lenker habe ich schon mal gemacht dafür. Ja, dann mach mal. Bin gespannt. Ich brauche Stahl dafür. Dafür brauche ich Eisen. So, so ein Teufelskreis. Ich brauche ihn, um Eisen zu bekommen, aber ich habe kein Eisen. Okay. Wir sind aber auch mit der heutigen Folge schon mal fertig. Zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.